So, ich bin jetzt irgendwo in der Südsteiermark, mitten im Nirgendwo im Wald und da treffe ich jetzt eine YouTuberin, die Survival Lily. Hallo! Hi, servus! Silvia! Schön, dass du zu mir gefunden hast. Ich verbringe jetzt einen Tag mit dir. Du bringst mir Sachen bei, wie man in der Natur überleben kann. Dann kommt die Nacht auf mich zu und ich glaube, da lässt du mich alleine. Silvia Schneider is an Austrian TV personality famous for hosting shows like Miss Austria, Pink, I Like, Game of Chefs, Herz von Österreich and Kitty Contest. Silvia has achieved a lot in her life already, so today we have a new challenge for her. She has to survive one night alone in the wilderness. Ich weiß nichts fürchten, kann nichts passieren. Ich hab keine Angst, aber du sollst Angst haben. Amazonen gleich wähnt sich unsere Moderatorin schon in ihrem Element. Hey! Ich hab zumindest getroffen. Ja, und so eine Nacht im Wald ohne Dach über dem Kopf und das bei bis zu 0 Grad kann sehr gefährlich werden. Das sieht einmal nach einer Grundkonstruktion aus. Ich glaube, es würde aber reinregnen. Genau. Was ich heute vorschlagen würde, ist, dass wir die Rettungsdecke verwenden. Die sollte eigentlich in jedem Survival-Kit, in jedem First-Aid-Kit, Erste-Hilfe-Set drinnen sein. Mhm. Und mit dem geht es halt viel schneller. Und, wie fühlst du dich? Allein im Wald? Also könnte ich so eine Nacht überleben? Wenn du da ein Feuer hast, dann wird's gehen. Ich beiß jetzt rein. Und? Es ist voll bitter. Mhm. Genau. Und deswegen werden wir es jetzt ins Wasser einlegen, damit die Bitterstoffe rausgehen. Weh. Ganz einfach eigentlich, gell? Langsam macht sie mir Angst. Ja. Super. Und nochmal. Ha! Okay, mehr davon. Ha. Ah. Ah, jawohl. Nächster Versuch. Ich habe meinen Fingernägel einbrochen. Okay. Ich hab mich noch nicht so sehr über Feuer gefreut. Lilly, wir haben Feuer gemacht. Du hast Feuer gemacht. Prost. Danke, Lilly. Auf deinen Besuch. Wahnsinnstag. Und jetzt kommt die Nacht. Ja. Prost. Lass dich jetzt allein, gell? Im Ernst jetzt? Das Bugout-Camp gehört dir. Okay. Ein Feuer hast du und es kann eigentlich nichts passieren. Zurück bleibt unsere Moderatorin alleine im Wald. Es ist gruselig. Schnell das Wasser holen und wieder zurück zum Lager. Leichter gesagt als getan. Der Höhle. Oh Gott, ist das gruselig. Sicher im Camp angekommen, heißt es schnell ab in die Federn. Die Außentemperatur 0 Grad. Na, mitten in der Nacht war auf einmal direkt hinter meinem Kopf, also draußen irgendwie, irgendein Tier, ich glaube, es war ein Hase, aber es hat sich angehört wie irgendein Mensch, der geht. Ich bin fast gestorben vor Angst, aber ich habe mich zusammengerissen. Das war sicher eines der coolsten, tollsten Sachen, die ich je gemacht habe. Also es war ganz toll für mich. Und Aufwachen in der Natur ist unbeschreiblich schön. Am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass die Silvia so viel drauf hat, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, sie ist voll der Startmensch. Einfach, dass sie sich so richtig einhängt und richtig einbeißt. Zum Beispiel beim Bowdrillen, da hat sie einfach nicht aufgegeben, bis der Rauch gekommen ist. Und beim Bogenschießen hat sie es gleich drauf gehabt, die richtige Form. Holzhacken hat sie auch gelernt, also ich bin ganz zufrieden mit ihr.